Verpisst euch! Verpisst euch! Nein, oh nein, ich will's mir nicht anschauen. Also, wenn du kein Bi bist, was bist du dann? So, ich hab gehört, wir sind jetzt hier Tag 2 und wir versuchen heute den Cruiser zu holen. Dann erstmal die Bedienungsbeschreibung zu lesen und dann loszufahren. Das verrate! Ist doch mehr als erwartet. Oh nee, die Scheiße, nee. Onetica. Onetica. Noch ein Key. Cool. Jetzt habe ich schon 2 Keys. The fuck? Wieso habe ich mich davon erschrocken? Digga. Ach du Scheiße, ey. Ich bin hier am Anfang. Ah! Wo? Am Anfang. Ich höre euch, wo seid ihr? Am Anfang. Wo seid ihr? Oh, hi! Am Anfang. Oh, hi! Ihr seht doch. Bist du darüber gekommen? Du rechtsklickst, dann kannst du kurz sehen, wo die Plattform ist. Das ist Cap. Ich drücke die ganze Zeit rechtsklick, ich sehe die Plattform nicht. Digga? Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, danke, Daddy. Alter, man sieht ja so nur diese Spitze davon. Willst du rüberspringen? Ich weiß nicht, ob du das mit dem Stuff... Ja, nimm mein Stuff und ich gehe weiter schauen. Ja. Was? Wild? Okay, Max, wie wär's, wenn du das hier nach Hause bringst? Digga, was ist das hier für ein Scheißraum? Sieht man gar nichts. Okay. Digga, muss mich verarschen. Kann ich doch von oben. Nein. Doch? Wo bin ich? Digga, von wo kam ich? Ah! Scheiße, das kannst du durch! Bracken, rette mich! Das ist weg! Wo ist mein Medikit? Ey, hab mein Medikit geklaut, der Wichser! Ach du Scheiße. Ja, geil. Ach man. Wieso kann ich nicht voten? Was machen die beiden da? Keine Ahnung. Hä, was machen die da? Die sind schon losgeflogen. Ich hab sie nicht gefunden, ich war überall gefühlt. Der Weg war bei dir links, rechts, rechts, links. Ich hab's nicht gefunden, Inge. Ich bin mehrmals vorbeigerannt, ich hab's nicht gefunden. Dass du sowas einfach nicht merken konntest, ne? Junge, bei mir, das hat sich so angefühlt, als wäre einfach die Tür dissipiert worden. Einfach weg. Auch. Ich nehme jetzt den Schlüssel mit, fickt euch. Das ist mein Schlüssel. Weg, Inge? Weg. Ja? Inge, böse! Böse aus! Okay. Da ist einiges ans Zeug. Alter! Oh mein Gott, ich muss den anderen sagen. Leute, sind wir da? Ist noch keiner da. Leute? Alter, meine absolute Goldmine. Ich brauch den Schlüssel gar nicht. Hab ich umsonst mitgenommen, aber ist nicht schlimm. Komm, gib her. Alter, wie geil. Hier ist so viel. Joge, wie viel. Joge! Alter! Das hab ich noch nie gesehen. Wie viel Zeug ist hier bitte? Oha! Alter, wir sind reich. Wir können 2 Autos leisten hier nach. Junge. Leute, wir sind reich. Wir sind reich. Guck mal, wie viel Stuff ich hab. Da kommt noch viel mehr. Was war das? Digga.
keine Hobbys. Wahrscheinlich irgendwie. Mike? Ja? Ich bin das ist der beste Run, den wir hatten. Nimm das zurück. Hatten. Entschuldige dich. Was? Wofür? Entschuldige dich. Wofür? Hast du mich nicht gerade beleidigt oder habe ich ausgelacht? Hä? Nein? Hä? Nein? Okay, okay. Ja. Renn ruhig. Renn ruhig. Danke. Hure. Mario. Los! Los! Komm los! Los! Leute, es gibt einen Weg, wo ich noch nicht drauf war. Ingi! Es gibt einen Ort, wo ich noch nicht war, aber da ist eine Turret und ich wollte euch fragen, ob ihr die deaktivieren könnt für mich, aber jetzt ist auch egal. Junge, wie viel Stuff wir haben! So Glück hatten wir noch nie! Das ist der beste Run! Junge, wir sind reich! Wir können uns 3 Autos leisten mit dem Geld! 1. Okay, 2. Das ist gerade 1. Okay, 2. Das ist gerade ein Auto. Okay, 2. Danny stinkt! Oh, hi Danny! Ich höre jemanden rennen. Bist du das? Oder bin ich das? Oder vielleicht bist du das? Oder vielleicht bin ich das? Oder vielleicht bist du... Hi! Wäre so lustig gewesen. Nevermind, so lustig war es gar nicht. Dong! Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Hey. Dann können wir aber noch nicht losfahren. Was haben wir denn hier so schönes? Ah, Cruiser. 400, nicht 500. Ingi hat gesagt, der kostet 500. Hier kostet er 400. Aber wir können uns ihn leisten. Soll ich ihn kaufen? Ja. Jetzt schon. Okay. Cruiser. Noch nicht losfahren, wir haben jetzt den Cruiser gekauft. Confirm. We are so confident in the quality of this product comes with a lifetime warranty. If your cruiser is lost or destroyed, you can get one free replacement! Leute, wir hätten die ganze Zeit ein Replacement bekommen können, Idioten! Ja, oh. Ingi hat angelogen, Ingi ist dumm, er ist ein dämlicher Bastard. Was passiert? Was passiert? Oh mein Gott, da ist er! Oh mein Gott! Company Cruiser, Holden Electronic. Was ist das für eine Musik, Alter? Who let bro die Orks Chord, Alter? Das ist eine geile Musik, Alter. Who let bro die Orks Chord? Push? Warum kann ich da schubsen? Verpisst euch! Verpisst euch! Was ist passiert? Der ganze Cruiser brennt einfach! Ich bin so... Der ganze Cruiser brennt! Und da ist... Einfach! Was zum Fick passiert hier? Oh Gott. Oh, ich sehe halt hier gar nichts. Junge, wie der bounced, Alter. Goddamn! Also, ich meine, der funktioniert doch noch, oder? Also ich. One free replacement! Hier geht ein! Hier geht ein! Hier geht ein! Leute, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Was denn? Ich habe. Also ein Prompt bekommen, als ich neben dem Wagen stand. Da stand Push E. Und dann habe ich E gespammt. Danke, Mike. Fick dich. Fick dich, Mike. Fick dich! Also. Möglicherweise bin ich Teil des Schuldes, warum es kaputt gegangen ist. Ingi, ich hab ne Idee, Ingi. Kennst du ja. Diese eine Sponsor-Folge, wo Patrick in den Kopf vom Sponsor ist, während er eine Bootsfahrtprüfung macht? Ja. Das müssen wir nachmachen, du musst mir sagen, was ich tun soll. Ja. Also Ingi, falls du wissen willst, was passiert ist. Also, ich stand neben dem Wagen. Und dann da kam da so ein Pop-up bei mir, da stand drauf Push und dann E. So, und dann, ja. Und dann habe ich das gespammt, weil ich das lustig fand, dass man den Wagen kicken kann. Und es kann aber sein. Es ist nicht wegen dir, es ist nicht wegen dir. Ich weiß, was passiert ist. Mhm. Und ich werde jetzt nochmal eine Fahrprüfung erstmal mit euch allen einzeln machen. Das heißt, du und Kupfer gehen erstmal find ich gut, rein find ich gut. Und ich gebe.
Danny erstmal eine kleine Verbindung. Aber ja? Ich finde das voll gut, aber Ingi, wer gibt dir denn das Recht, dass du uns die Bootsfahrtschule hier leitest? Das finde ich nicht okay. Naja, er hat am besten gefahren von uns allen. Er hat uns umgebracht! Was? Nein. Er hat sich selber zu Tode gefahren, Danny. Ah, danke, meine Windschutzscheibe wurde schon dreckig. So. Da kommt gar nichts mehr raus. Danke, Danny. Ja, du aber Danny, kannst du auch das hier, Danny? So. Den Spike Crab. Aber Okidoki, muss noch Okidoki mitnehmen. Wie viele aufeinander liegen. Mike und der. Ich hab mein Walkie. Mike und Max gehen rein und yep. Ich und Danny bleiben hier draußen und ich zeig Danny, wie das mit dem Cruiser geht, ja? Ohne dass man sich umdreht. Okay. Danny, bist du's? Nein. Hi, Max. Ah! Nicht durch die Mitte gehen. Max, bitte komm. Bitte komm. Warum brennt der Wagen? Was macht ihr? Leute. Da ist jemand. Nicht fahren, nicht fahren. Ist das ein Pizza-Logo? Habt ihr Pizza? Will ich was haben? Was? Mach Mike auf, du darfst nicht überfahren, ja? Warum antwortet mir keiner im Walkie-Talkie? Okidoki, Sir. Okidoki, Sir. Sie werden so schnell erwachsen. Max, bist du schon tot? Was passiert? Das ist so seltsam, wenn ich auf das Auto springe, dann ist alles so ungerade. Und dann, Junge, was soll ich mal machen? Galaxy. Was zur Hölle? Was war das denn? Oh, ich darf mich hinsetzen. Oh, danke schön. Na? So. Hi, Iggy. Hi, Mike. So. Hi. Warum habe ich abgetrennte Arme? Oh. Lass mich kurz, Mike, lass mich kurz mal da raus und geh schon mal ins Ding. Ich weiß nicht, warum ich das nicht inspekten darf. Egal. Wollen Mike, wir dann erstmal abhauen? Aber warte, ich habe seine Leiche gefunden. Ja. Ich habe Dannys Leiche gefunden. Ja. Der war auf der anderen Seite aus irgendeinem Grund. Ich kann wissen. Alter, die Maps sind überhaupt nicht dafür gemacht, ne? Komm, Danny. Ich bring dich ins Bettchen. Die Nacht in die. Oh. Er war ziemlich müde. Hier. Das okay. Ist für dich. Ich starte. Wir können es dir ja nochmal kaufen. Ja, der bleibt jetzt hier. Schade. Hey, ich dachte, er kommt mit Magnet mit. Ja, aber ich kann ja den scheiß Magnet nicht. Wie das geht. Ingi. Das, ja? Es gibt einen Knopf auf der Hinterseite, außen am Schiff, und da aktiviert man den Magneten. Ernsthaft? Ja. Warum ist der nicht drin? Und man kann diesen Weedkiller benutzen, also diese Spraydose, als Gas, und dann fährt er, glaube ich, schneller. Wer hat denn jetzt die Fahrstunden? Heute hat Mike. Yippie! Für dich, hier, für dich. Ingi, hier für dich. Iss dir das durch. Du bist doch der Krüger. Ja. Max freut sich auch für mich. Nein, es regnet überhaupt nicht. Brauchst doch schon da gerade Concentrate. So. Wie hoch man denn den Wagen? Wo ist denn der Knopf? Warte, wo ist denn. Hier, Full Switch. Soll ich den Knopf drücken? Noch nicht. So. Okay, gut zu wissen. Mike, da weißt du das schon mal? Ja. Ihr geht. Warte, wer ist da jetzt? Guck mal, du gehst mit Danny mit in die Entrance. Hier, Max, nimm das. Halt, hey, mal Musik. Okay, Mike. Du gehst mit rein. Du gehst rein. Also, du gehst in die Fahrerseite. Du gehst in die Fahrerseite. Du bist der Fahrer, Mike. Ich bin der Prüfer. Okay. Was machen wir als erstes? Gut, den Gurt. Genau. Wo ist der Gurt? Ich kann das nicht! Mike!
Ja, ja, ja. Achso, ich hatte ihn schon an. Achso, okay. Okay, als nächstes Schlüssel. Genau. Nicht so lange, nicht so lange, nicht so lange. Nochmal. So. Und jetzt auch erstmal, bevor du drives und bevor du fährst, auf Drive stellen. Auf Drive stellen, Mann. Auf Drive. Ist jetzt gut. Auf Drive? Jetzt, genau, und jetzt kannst du nach vorne fahren. Mit WASD? Er fährt, ja. Warum fährt er, warum fährt er? Nee, kannst du fahren und dann mit erst und Ding steuerst du. Ich kann nicht fahren. Moment mal. Der ist nicht auf Drive. Setz mal auf. Wir drehen uns. Der ist auf Drive. Hm? Wieso drehen wir uns? Geh mal auf Reverse. Fahr da hinten. Mach ich, siehst du das? Mal Gangschaltung auf Reverse. Ah! Ich drück gar nichts, ich drück gar nichts, ich drück gar nichts! So, nach vorne, Drive, geh auf Drive. Ich kann nichts drücken, Drive, das geht nicht. Drive jetzt. Setzen. So, und jetzt nach vorne fahren, nach vorne fahren, nach vorne fahren. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. So, Reverse, Reverse. Reverse. Jetzt genau. Jetzt fährst du mal nach links. Nach links. Du fährst viel zu schnell. Gegen den Baum? So. Nein, nicht gegen den Baum. Reverse. Reverse. Du willst ja zum Wagen hin. Du möchtest den. Das war eine Delle. Ach du Scheiße! Komm da hinten, komm da hinten! Oh nein, ich will's mir nicht anschauen, ich. Also, wann war er denn hier? Fahrprüfung nicht bestanden! Nein! Ich will nicht bis nächstes Jahr warten! Nein! Hier, komm, ruh dich etwas aus! Du hast eine kleine Gehirnerschütterung! Ja, 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 genau, genau. Ach du Scheiße, Digga! Wie passiert das? Oh, das ist noch was. Junge, das ist richtig schwer zu. Junge, sind beide gestorben! Hä? Nee, was ist die Leiche einfach wieder runtergerutscht? Hä? Nein. Hä? Wieso ist hier eine Leiche? Sind beide gestorben gerade? Du hast beide um. Oh. Hä, was war das? Was war das? Nein, nein, er lebt noch, er lebt noch. Daniel lebt noch. Das war Max, glaube ich. So. So, Mike, jetzt komm mal her. Okay, wir versuchen es erneut. Jetzt müssen wir. Ja. Jetzt kommen wir hier hoch. Ja. Hier vorne. Ja. Ja, ja, jetzt mach das mal offen. Hier die. Hä? Das hier offen. Oh. So, jetzt guck mal, wie viel. Ah, das sieht doch. Das noch sieht das gut aus. Da hat noch Saft, ja, da hat noch Saft. Ja, guck mal, hier ist eine PlayStation. Oh, okay. Okay. Sit down. Genau. Du bleibst jetzt rein. Du, nein, Mike! Stopp! Du gehst raus aus dem Fahrzeug. Du hast keinen Führerschein. warte, ich versuch's erneut, Nein! Doch, du hast keinen Führerschein. Ey, das, ich konnte doch nichts dafür. Ich hab keine Rückspiegel. Guck mal, der hat keine Rückspiegel. Ich kann nichts dafür. Das ist das Problem von den Leuten, die das gemacht haben. Das ist nicht mein Problem. So, komm her. Du hast keinen Führerschein. Du hast zwei Leute bei deiner Fahrprüfung. Eine Person und er war betrunken. Okay, er war betrunken, Ingi. Guck ihn dir an. Sieht er für dich nicht betrunken aus? Guck ihn dir an, Ingi. Ja? Ja, da hast du keine Ahnung. Du hast einfach keine Ahnung. Wo ist die zweite? Nein, Ingi, ich versuch's dir nochmal. Nein, Ingi, ich stimme dir einfach nicht zu. Mike? Ich versuch's nochmal. Ich will's lernen. Nein, du kommst jetzt hier hin. Nein. So. Auf Drive. Ich kann nichts machen. Weil du an einem fucking Magneten hängst, du Vollidiot. Deswegen kriegst du den nicht. Ach so. Meine Güte! Was war das? Ach der Kack. So, jetzt nicht mehr. Jetzt hänge ich nicht mehr am Magneten. So. Lass dich bitte hier rein. Ja, komm rein. Pass auf, da kommt ein Wichser. So. Das ist das erste, was du machen musst, genau.
Jetzt. Okay, jetzt auf Drive. Und jetzt überfahren wir den Wichser. Hey! Reverse. Auf Reverse. Auf. Du willst nicht auf Reverse Center, ist ein Stein. Okay, auf Drive. Ich komme nicht raus. Das Ding ist, es liegt nicht an mir, es liegt einfach daran, wo wir sind. Ja, dann geh wieder, dann steck den raus, den Schlüssel. Dann geh auf Park. Exit. Park. So, dann geh ich, steck ich hier raus. Komm in den Park. Hör, was passiert? Alter! Ich glaube, für die Map ist der generell nicht gut. Ist Danny wieder da? Oh. Wir werden überfahren. Nein. Nein. Oh. Max, also ich habe Danny überfahren. Max ist gestorben. Max ist aber nicht wegen uns gestorben. Max ist generell im Dungeon gestorben. Starte das Raumschiff. Dann hast du das Führerschein. Habe ich jetzt den Führerschein? 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 Habe ich jetzt den Mike, nein, du hast nicht den Führerschein. Ist das Aliensprache für ich hab den Führerschein? Das ist die Sprache für fick dich, du hast nicht den Führerschein. Wieso? Ich kann nichts dafür, dass es keine Rückspiegel gibt. Ich kann nichts dafür. Ich nehme während der Fahrprüfung überfahren. Ich kann nichts dafür, dass es keine Rückspiegel gibt. Das ist Problem der Automanufaktorin. Ja, da kann ich ja nichts für. Danny, alles okay? Hast du dich erholt von dem kleinen Upsi-Daisy? Sorry, ich hab nur das Auto nach. Max, du bist jetzt dran, gleich mit deiner Fahrprüfung. Oh nein, Alter, dann nehme ich das Rocky Talk und hau ab, Alter. Ich hoffe, du hast dich gut vorbereitet. Ich hoffe, du hast gelernt, Max. Von mir. Es ist lustig, dass Max die ganze Zeit ins Walkie Talkie geredet hat und ihr alle beschäftigt wart. Ich hatte keins dabei, ich habe Max meins gegeben. Und Ingi, was ist deine Entschuldigung? Er hatte auch keins. Ich habe mit Mike die Farbprüfung gemacht, wir hatten noch nur 3 Walkie Talkies. Ja, müssten eigentlich mehr Walkie Talkies kaufen. Es ist blöd, wenn Max die ganze Zeit redet und dann antwortet ihm keiner. Das ist mir auch passiert. Hier ist eins, guck, hier ist eins. Leute, wer will das Walkie-Talkie? Walkie-Talkie. Nee, warte, ich leg's hier vorne auf den Counter, wenn jemand haben will. Komm mal. Also, ich finde, das Auto ist sehr schwer und kacke zu fahren. Ich finde das. Also. Vielleicht lag es jetzt auch nur an der Map, dass man da einfach kacke, dass man einfach nicht richtig fahren kann und immer kacke fährt, aber es war auf jeden Fall gerade bei der Map so, dass das halt richtig kacke war. Ich meine, so von der Idee her, so ein Wagen, wo du deine ganzen Beute reinsteppen kannst, weil du jetzt zurückfährst, klingt geil, aber die Umsetzung ist bisher noch nicht gut, finde ich. Aber das kommt ja noch, bestimmt. Maybe. I don't know. Ich hoffe, Max lebt noch. Der macht doch gerade die Führung. Oder? Also der Wagen ist weg und jede Menschenseele. Digga! Püss dich, du Mann! Schlag dich! Was? Wir sind alle tot? Ach nee, wieso? Seid ihr wirklich ganz alle gestorben? Darf er mitkommen? Hey! Hey, willst du mitkommen? Nein. Okay, dann nicht. Sind ja alle gestorben. Danny wird mitgenommen, Ingi liegt da, Max liegt da.
Was ist denn draußen passiert? Was war denn draußen für Monster, die dich getötet haben? Hä? Wir dürfen mal an diesem Lastenpunkt vorbeigehen. Ich habe keine Ahnung, wo ihr explodiert sein solltet, aber warum seid ihr explodiert? Mike, aber du bist doch nicht auf die Idee gekommen, vielleicht mal hier auf die Switch Camera gehen zu gehen und zu schauen, wo wir sind. Nee, tatsächlich nicht. So. Ja. Ich habe gedacht, ihr werdet alle, ich habe gesagt, Danny, du wärst im Dungeon und Ingi und Max sind durchgebrannt irgendwo. Also, der Company Cruiser, Leute, ist eine geile Idee, Leute. Mega lustig gemacht, aber er ist nicht worth it. Leute, warum? Erstmal ehrlich, warum nimmt keiner Walkie-Talkie mit? Ich war ja nicht mal draußen, Mann. Wir waren alle in dem scheiß Auto. Das Einzige, was wir uns kaufen werden, ist ein Auto. Habt ihr verstanden? Weg, 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 weg. Alles gut. Weg, alles nein, gut. Weg! War das jetzt Max? Klauenhorn. Ich hab... Guck mal, hey Leute! Ich hab euch gesagt, weg. Ich kann nichts dafür. Mike! Jetzt. Ja, war am Schlafen, Inki. Wir müssen ein bisschen mehrmals klingeln. Das ist wie beim Gerichtsvollzieher. Das dauert ein bisschen, bis man den reinlässt. So. Digga? Hallo! Jetzt. Junge, das riecht am Pennen. Ich würde jetzt gern was kaufen, was viel, viel mehr wert ist für uns. Du willst kein Cruiser? Kein Cruiser. Es sei denn, du, beziehungsweise einer bleibt dann draußen und lernt es mit dem Cruiser umzugehen und mit denen zu fahren. Damit das wirklich groß ist. Möchtest du das machen? Ja, fürs Video, ja. Okay, dann mach das mal. Fürs Video, Yippie, Mike. Yippie. Okay. Aber du hast das Prinzip ja verstanden, oder? Das Ding ist, die Map war überhaupt nicht geeignet, als ich das probiert habe. Die Map war super uneben. Alle Maps sind nicht dafür geeignet, alle! Das stimmt nicht. Jetpack hatten wir auch noch nie, oder? Was? Jetpack kostet aber 900. Das haben wir aber auch noch nie gehabt. Jetpack hatten wir schon mal. Ist aber noch beschissener für Cruiser zu fliegen. Ja. Der explodiert auch ganz schnell. Extension Ladder habe ich schon mal bei anderen gesehen, aber bei uns noch nie. Was? Die Extension Ladder, die platzierst und dann breitet die sich aus. Da kannst du über Gaps rüber. Ohne dass du den Leap of Faith wagst. Oder du benutzt es draußen, damit du schneller an Ort XY rankommst. Wie bei dem Berg, dass du nicht rumherum gehen musst. Was? B-Suit? Ingi. Kauf mal den B-Suit. Aber da haben wir kein Geld mehr für einen Cruiser. Das ist egal, kauf den mal, ich will den sehen. Okay, ich kauf den B-Suit. Wir kriegen können den Cruiser können wir immer mal wieder kaufen, um erstmal zu testen, wie man den vernünftig fährt. Hä? Wie du aussiehst! Ja, und du auch erst. Ja, ich kann gar nicht fliegen jetzt. Ist das nur ein Skin? Sieben. Versi. Kommt warte, bis ich auf dem Board bin, ja? Na, die kommen jetzt erstmal runter, gedonnert. Wieso können wir jetzt eigentlich nicht fliegen? Was können wir jetzt eigentlich machen mit dem B-Suit? Warum ist die jetzt... Oh nein. Oh nein, die war... Warum ist die jetzt... Okay. Digga, wie ominous, Alter. So im Hintergrund so eine Biene. Hey Ingi. Das ist alle Walkie-Talkies sind hier, ist eins. Hey Ingi, darf ich dir was sagen? Was denn? Du siehst fantastisch aus. Danke sehr. Junge. So, jetzt hat jeder ein Walkie-Talkie. Ich will nichts mehr von euch hören und wir starten. Ficky, ficky. Danke sehr. Huren. Hä, Mike? Hä? Sie Mike? Hä? Mike? Ja? Hä? Ja? Spielen wir jetzt doch? Was? Was? Spielen wir jetzt doch Alien Hominid? Ja! Bring den Fühlern! Oh mein Gott, cooler Alien Hominid Skin, Danny! Oh mein Gott! Danke! Okay.
Das Game passt dir, weil du ja B bist. Das Schlimme ist, in die Ecke ich weiß halt noch nicht mal, ob ich überhaupt B bin oder ob ich jetzt B zählen kann. Weil Ingi, guck mich an. Also wenn du kein B bist, was bist du dann? Du bist, wir sind alles Wesp. Wir sind alles Wesp. Du bist keine Wesp. Nein. Leute, passt auf. Leute, da, schaut mal, da unten kann Monster spawnen. Shit, no. Leute, drop. Mike, was findest du eigentlich besser jetzt? Bienenanzug oder Hasenkostüm? Hase. Hase hat ein Upgrade. Hase ist objektiv besser. Auch von den Farben finde ich Hasen, glaube ich, ein bisschen besser. Aber Biene ist lustig. Biene mag ich. Durch meine Schuld. Durch meine übergroße Schuld. Darum bitte ich die selige allzeitreine Jungfrau Maria, den heiligen Erzengel Michael. Amen. Die heiligen Apostel Petrus und Paulus. Heiligen und dich, Alter, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Hey, wieso fährst du? Wieso fährst du? Idiot! Ich wollte doch mal reingehen! Oh, da ist der Sandwurm. Nee, geh, egal, passt schon. Ich hab nicht gewusst, dass da Sandwurm draußen ist. Geht er doch. Ingi, sterb! Hä, was passiert? Ah, Ingi! Was zur Hölle haben sie mit dir gemacht? Ich untersuche kurz deine Leiche. Ah ja, Er stinkt! Diese Biene konnte nicht fliegen. Ist das dein fucking Ernst? Viel Spaß, ihr Dreckigen. Einfach weitermachen jetzt, oder was? Oh nein, Max, ich muss dir den Planeten erklären. Ihr geht. Ich muss dir den Planeten erklären. Also Max, du siehst diese Roboter? Du siehst die Roboter? Die werden bald aktiv. Und ich sag dir, die schießen alles ab, was lebendig ist. Alles. Das heißt, wir haben nur noch die als Gegner. Die anderen Gegner sind egal. Sie haben nur noch Roboter als Gegner. Aber die schießen alles ab. Die schießen alles ab, was die sehen. Das heißt, versteck dich hinter einem Stein, die sehen dich dann nicht. Oh, ich bin definitiv tot. Mike, da ist noch ein Raum, wo super viel ist. Also du merkst nicht mal, wo der Notausgang ist. Und dann kommt ihr zurück zum Schiff und dann zurück zum Notausgang. Und dann macht ihr von dort aus weiter. Weil da ist noch ein Raum mit super vielen Schätzen. Max, vorsichtig. Pass aber auf, ich glaube, die Roboter sind am Leben. Folgt mir. Wir müssen die Richtung. Merkst du den Ort hier, wo wir lang müssen? Okay. Ich glaube, die Roboter können uns, glaube ich, nicht hören. Die können uns, glaube ich, nur sehen. Die Roboter können uns nur sehen, oder? Ja. Einer ist wach. Schau mal nach oben, Alter. Schau mal nach oben. Oh, Danny. Wir wissen, wo der Fire Exit ist. Ich kann euch da hinbringen. Hört auf zu furzen, bitte. Das bringe ich euch doch nicht hin. Also folgendes. Soll ich euch zum Fire Exit bringen? Basically, guck mal, Inki. Basically, hinter diesem Stein, relativ geradeaus ungefähr. Ja, los. Jetzt? Okay. Ah, da kommt der weiter. Ach du Scheiße. Sieg in meinem Ohr. Der nächste! Sieg in meinem Ohr. Digga! Das ist. Was mach ich denn? Ich hab richtig Schiss gerade. Ey, lass mich rein! Hallo! Leute! Ach du Scheiße! Digga, warum lässt mich denn keiner rein? Digga! Alter, ich kann nicht mehr retten, ich bin so tot, Digga. Junge! Hallo, Leute! Lass mich rein! Ich sterbe! Ich bin tot! Warum lässt mich keiner rein? Vollidioten, die können hier nicht rein! Lass mich einfach rein, Mann! Alter. Ich war full live!
Was ist da gerade passiert? Keiner von euch hat mich reingelassen. Ich war tot. Okay, dann muss ich es jetzt Danny sagen, der Vollidiot.